von irgendwas müssen ja auch Investitionen bezahlt werden. Und das muss verdient werden letzten Endes. Und wenn Sie das nicht über entsprechende Kostenstruktur nicht bekommen, dann werden Sie die Investitionen nicht machen und dann werden die Patienten letzten Endes auch zu Ihnen nicht kommen. Wir haben jetzt zweimal gehört, dass das externe Gründe hat. Ich will nicht leugnen, dass es in der Tat externe Gründe gibt. Sie haben gerade auch gesagt, es ist seit langer Zeit leider Tradition der Landesregierung, auch schon vor Schwarz-Gelb, die Krankenhäuser etwas hängen zu lassen. Das ist in der Tat so, ein Umstand, der geändert werden sollte, aber sicherlich jetzt von uns Vieren als Oberbürgermeisterkandidaten so nicht geändert werden kann. Es gibt aber auch interne Gründe, die zu Problemen geführt haben. Das ist eben der Investitionsstau, der Sanierungsstau, es sind Probleme in der Infrastruktur, das ist natürlich dem sehr großen Komplex geschuldet, 24 Kliniken auf mehreren verschiedenen Gebieten, da ist viel hin und her zu transportieren und Ähnliches. Wir haben auch das Problem, leider 5 Jahre verloren zu haben, 2004, das erste Zukunftsabkommen. Das ist so nicht umgesetzt worden. Es hat erhebliche Umsetzungsdefizite gegeben. Vieles von dem, was Roland Berger jetzt vorschlägt, ist ja nicht strukturell neu, sondern es sind zum Teil alte, wiederbelebte Projekte. Und das ist leider eben, wie gesagt, in den vergangenen Jahren so nicht umgesetzt worden. Also es gibt auch interne Probleme, die diese Situation geschuldet haben. Dankeschön.